Ich würde gern diese Menge an, ja, grünen Stäbchen, die würde ich gerne als eine Zahl darstellen. Also als eine Zahl, wie wir sie aus unserem Zahlensystem kennen. Ich will also die Ziffern benutzen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9. Und wie kann ich das machen? Naja, also die leichteste Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist, dass ich einfach schaue, wie viele Gruppen von jeweils 10 Stäbchen habe ich denn hier? Und danach zähle ich noch, wie viele Stäbchen übrig bleiben. Also, ich zeige dir mal am besten, wie ich das meine. Ich fange mal an zu zählen. Das hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, ich mache da mal jetzt so eine orangene Box um diese Stäbchen. Das ist meine erste Gruppe von 10 Stäbchen. Und so mache ich jetzt weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die zweite Gruppe mit 10 Stäbchen drin. Sieht so aus, als kommen da noch ein paar mehr Gruppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist die nächste Gruppe mit 10 Stäbchen drin. Da kommt auch wieder so eine Box drum. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch eine Zehnergruppe. Okay, das scheint es jetzt aber gewesen zu sein. Da kommt nochmal eine Box drum. Und dann bleiben noch übrig 1, 2. Okay, das ist keine Zehnergruppe, aber die kriegen jetzt einfach mal in einer anderen Farbe. So einem schönen Violett, die mache ich mal beide einzeln. Okay, und was ich jetzt gemacht habe, ist das Folgende. Ich weiß jetzt, dass das hier, diese erste Box, das ist eine 10 oder ein Zehner, kann man auch sagen. Das zweite hier ist auch nochmal ein Zehner. Und das hier ist noch ein Zehner. Das ist die dritte Box gewesen und da ist noch ein Zehner. Richtig? Also ich könnte hinschreiben, das ist ein Zehner plus noch ein Zehner plus noch ein Zehner plus noch ein Zehner. Und hier rechts, diese beiden, die noch einzeln sind, naja, wenn das keine Zehner sind, dann müssen das ja Einer sein. Also ist das jetzt hier ein Einer und der ganz rechts, das ist auch ein Einer. Und jetzt fasse ich einfach diese ganzen Gruppen nochmal zusammen. Also, ich kann ja sagen, dass diese ganzen Zehner, wie ich sie genannt habe, das sind ja 1, 2, 3, 4 Stück. Also habe ich jetzt hier 4 Zehner. 4 Zehner. Und das gleiche kann ich ja hier auf der rechten Seite auch machen. Okay, ich habe gerade gesehen, ich versuche mal ein bisschen genauer zu sein. Also, was ich meinte war, das geht ja genau bis hier geht der vierte Zehner. Und dann hier ganz rechts sind ja noch zwei übrig gewesen. Und das sind zwei Einer. So. Damit habe ich jetzt diese Menge an grünen leuchtenden Stäbchen schon mal in einer anderen Schreibweise dargestellt, halt mit vier Zehnern und mit zwei Einern. Aber es geht noch einfacher. Und zwar, wenn ich jetzt unser Zahlensystem benutzen würde, das halt sehr geläufig ist bei uns, dann würde ich es so ausdrücken. Die Stelle ganz rechts, da mache ich jetzt erstmal nur so eine freie Stelle hin, das ist die Einerstelle. Das heißt, da gebe ich jetzt an, wie viele Einer ich habe und habe ich ja gerade gezählt, das sind zwei. Und links neben der Einerstelle, also hier, da kommen die Zehner hin. Die Zehner. Und du hast hier bestimmt schon gedacht, genau, da schreibe ich jetzt hin, wie viele Zehner ich halb habe. Und die habe ich ja auch gerade gezählt. Ich habe eben vier Zehner gezählt hier oben. Und diese Zahl nennt man jetzt 42. Und das ist so die Darstellung mit unserem Zahlensystem für diese Menge an
42 grünen leuchtenden Stäbchen. Ich könnte aber auch das Ganze nochmal einmal anders schreiben. Und zwar diese vier Zehner hier, wenn ich die in unserem Zahlensystem ausdrücke, könnte ich auch sagen, naja, das ist halt 40. Eine 4 und eine 0. Also diese 4 hier vorne, da steht zwar nur eine 4, aber weil die an einer ganz bestimmten Stelle steht, nämlich an der 10er Stelle, stellt die eigentlich eine 40 dar. Und diese 2 hier, die steht an der 1er Stelle und deswegen stellt die auch wirklich nur 1er dar. Deswegen sind das auch wirklich nur 2. Also ist 42 auch das gleiche wie 40 plus 2.